Unser Körper ist ein komplexes System, das auf ein sorgfältiges Gleichgewicht angewiesen ist, um reibungslos zu funktionieren. Und eine Komponente dieses Gleichgewichts ist der Säure-Basen-Haushalt. Immer mehr Menschen erkennen die Bedeutung dieses Haushalts und wenden sich dem Basenfasten zu. Ein Ernährungstrend, der eben genau darauf abzielt, die Säuren und Basen im Körper wieder auszugleichen. Aber ist es wirklich notwendig, dass wir ausschließlich basisch essen oder sogar regelmäßig eine Basenfastenkur machen? Mehr dazu in diesem Video. Hi und herzlich willkommen zurück im Bitterland. Ich bin Lisa, ich bin Physiotherapeutin und ganzheitliche Ayurveda-Gesundheits- und Ernährungsberaterin und ich arbeite mit meinen Klienten immer sehr ganzheitlich. Und da spielt natürlich das Thema Säuren-Basen-Haushalt auch immer eine wichtige Rolle. Säure-Basen-Haushalt, was ist das überhaupt? Das beschreibt erstmal ein Verhältnis von den Säuren und Basen in deinem Körper. Dein Körper ist ja ein Wunderwerk und normalerweise schafft er das immer sehr, sehr gut, dieses Verhältnis zu regulieren, damit all deine physiologischen Systeme im Körper reibungslos funktionieren. Das heißt, dein Körper reguliert hier den pH-Wert und der unterscheidet sich in den unterschiedlichen Bereichen deines Körpers. Normalerweise geht die pH-Wert-Skala von 0 bis 14. Das heißt, 7 ist hier neutral und alles, was unter 7 ist, befindet sich in saurem Milieu und was über 7 bis 14 ist basisch oder alkalisch. Der pH-Wert im Blut liegt normalerweise im eher leicht basischen Bereich zwischen 7,35 und 7,45, da ein zu saures Milieu für manche Organe oder auch Enzyme problematisch wäre. Der pH-Wert im Urin allerdings, der ist etwas saurer und der kann auch variieren, je nachdem, welche Stoffwechselprodukte du ausscheidest. Das heißt, er befindet sich meistens eher im sauren Bereich und bei ungefähr 6 wird er als normal angesehen. Du kannst deinen pH-Wert des Urins gerne auch zu Hause testen. Dafür gibt es Teststreifen in der Apotheke, die du dir kaufen kannst. Und je nach pH-Wert ändert sich hier die Farbe und du kannst dann den Wert ablesen. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, dies mehrfach am Tag und auch über mehrere Tage zu machen, damit du eine grobe Einschätzung bekommst, in welchem Milieu sich dein Urin befindet. Für den pH-Wert des Blutes ist auf jeden Fall eine medizinische Untersuchung erforderlich. Nun werden auch Lebensmittel, je nachdem wie sie im Körper wirken, in eher säurebildend oder basenbildend klassifiziert. Ich blende dir hier auch nochmal eine Tabelle ein mit den typischen Lebensmitteln. Zu den säurebildenden Lebensmitteln gehören unter anderem Fleisch, Milchprodukte, raffinierte Getreideprodukte, Alkohol und auch zuckerhaltige Lebensmittel, währenddessen basenbildende Lebensmittel zum Beispiel Obst, Gemüse, Nüsse, Samen oder auch einige Getreidesorten sind. Wie vorhin schon gesagt, ist dein gesunder Körper eigentlich ein totales Wunderwerk und du musst dir keine Gedanken über diesen Haushalt machen. Wenn du dich jetzt aber wirklich ausschließlich oder hauptsächlich säurebildend ernährst, dann kann dies langfristig zu einem Säureüberschuss führen. Und das kann tatsächlich mit verschiedenen Erkrankungen in Verbindung gebracht werden. Obwohl die wissenschaftliche Datenlage hier noch begrenzt ist, gibt es auf jeden Fall Hinweise, dass so eine säureüberschüssige Ernährung eben negative Auswirkungen auf deinen Körper haben kann. Aber trotzdem möchte ich einmal an dieser Stelle sagen, dass man nicht alles glauben sollte, was man so im Internet liest oder hört von angeblichen ErnährungsexpertInnen. Denn nicht jeder Mensch ist übersäuert und auch nicht jeder Mensch muss entschlacken oder irgendeine Detox-Kur machen. Mittlerweile weiß man aber zum Beispiel, dass Menschen, die sich hauptsächlich basisch ernähren, das heißt viel Obst und Gemüse, ein niedrigeres Risiko haben, an zum Beispiel Nierenstein zu erkranken. Eine kontinuierlich säurebildende Ernährung hingegen wird im Zusammenhang mit einem erhöhten Risiko für Bluthochdruck gesehen und dementsprechend auch für ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und man geht auch davon aus, dass eine sehr säurelastige Ernährung negative Folgen für die Knochengesundheit hat. Allerdings sei an dieser Stelle gesagt, dass es hier teilweise widersprüchliche Aussagen gibt. Denn während einige Untersuchungen klare Hinweise liefern, scheinen andere diese wiederum zu widerlegen. Wir sollten auf jeden Fall immer beachten, dass neben dem Säure-Basen-Haushalt natürlich auch noch viele andere Faktoren auf unsere Gesundheit wirken.
Und vielleicht hast du aber jetzt gemerkt, dass du viele säurebildende Lebensmittel zu dir nimmst und vielleicht spürst du auch, dass dir und deinem Körper das nicht besonders gut tut. Dann kannst du natürlich gerne mal eine basenbildende Ernährung ausprobieren und zum Beispiel auch mal eine Basenkur. Genau sowas habe ich schon mal eine Woche lang getestet und auch gefilmt und dieses Video kam so gut bei euch an, dass ich dachte, ich mache das dieses Wochenende einfach nochmal. So eine kleine Basenkur kannst du nämlich wunderbar einfach mal zwischendurch machen. Zum Beispiel Samstag und Sonntag, wenn du ein wenig mehr Zeit hast zum Kochen, dann kannst du dich einfach mal verwöhnen. Während deiner Basenkur ist es besonders wichtig, dass du ausreichend Flüssigkeit zu dir nimmst. Denn du willst ja deinem Körper beim Entsäuern und beim Durchspüren helfen. Und deswegen würde ich dir auch mindestens 3 Liter Wasser oder geeignete Tees empfehlen. Verzichte bestenfalls auf Kaffee oder Alkohol oder auch auf süße Getränke, wie zum Beispiel eine Limonade. Und trink stattdessen lieber einen Tee, wie zum Beispiel den Bitterliebe Basenkräutertee. Den gibt es in dieser Nachfüllpackung oder auch in dieser wunderschönen Dose zum Verschenken. Und natürlich geht es bei der Basenkur auch darum, dass du das Richtige isst. Neben den basenbildenden Lebensmitteln, die ich dir vorhin vorgestellt habe, könntest du auch darauf achten, dass du besonders scharfe, sehr saure und sehr heiße Speisen eher meidest. Vor allem, wenn du vielleicht schon unter sauren Symptomen, wie zum Beispiel Sodbrennen oder einem sauren Geschmack im Mund leidest. Und natürlich geht es bei einer Basenfastenkur auch noch darum, das Richtige zu essen. Vor allem, wenn du vielleicht schon unter sauren Symptomen wie zum Beispiel Sodbrennen oder einem sauren Geschmack im Mund leidest. Und im Ayurveda empfiehlt man bei solchen Beschwerden vor allem die Geschmäcker süß, zusammenziehend und bitter. Und mit süß meine ich jetzt nicht das Eis oder den Schokoriegel, sondern wirklich süße Lebensmittel, die von Natur aus süß sind, wie zum Beispiel Dattel, Rosinen oder auch Kürbis. Und bitter und zusammenziehen findest du zum Beispiel in Kurkuma, aber auch in Kakaonips oder Granatapfel und natürlich auch in bitteren Gartenkräutern. Und wenn dir das nicht ausreicht, dann kannst du natürlich auch gerne noch Bitterstoffe supplementieren, wie zum Beispiel unsere Bitterliebe-Tropfen oder eben passend zu deiner Basenkur diesen Bitterliebe-Basenkomplex. Neben den wichtigen Bitterstoffen sind hier nämlich auch noch natürliche Mineralstoffe für ein basisches Gleichgewicht enthalten. Hier kannst du einfach 4 Kapseln pro Tag mit ausreichend Flüssigkeit vor den Mahlzeiten einnehmen. Hier zeige ich dir mal meine Frühstücksinspiration. Das ist ein basischer Hirsebrei, den habe ich mit Kokosmilch zubereitet und Gewürzen wie Kardamom und Zimt abgeschmeckt. Außerdem gab es obendrauf noch einen Zwetschgenkompott mit Aprikosen und Rosinen sowie als Dekoration noch ein paar Kokosflocken. Mittags gab es dann bei mir ein mildes Kürbiscurry mit Kichererbsen und Kartoffeln, da diese ja sehr basisch wirken. Ich habe das Ganze abgeschmeckt mit Kokosnussmilch sowie dem bitteren Gewürz Kurkuma und Kumin, also Kreuzkümmel, sowie etwas Fenchel. Als Tipp, du kannst auch gerne eine rohe Kartoffel ins Curry raspeln, um überschüssige Säure aufzunehmen. Zum Abendessen gab es diese leckeren Zucchini-Schiffchen mit Mungdal. Das ist eine sehr beliebte Hülsenfrucht im Ayurveda, die ebenfalls basisch auf dem Körper wirkt und alle 3 Doshas ausgleicht. Dazu gab es noch Selleriegemüse und eine super leckere Mandelsoße mit Kurkuma. So eine Basenkur kann auf jeden Fall eine super hilfreiche Methode sein, um den Säure-Basen-Haushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Denk einfach immer daran, mehr basenbildende Lebensmittel zu dir zu nehmen und die säurebildenden Lebensmittel eher zu vermeiden. Du kannst natürlich selber deine Fortschritte mit den pH-Teststreifen überprüfen oder du lässt dich bestenfalls von einem Fachmann oder einer Fachfrau beraten. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dir dieses Video gefallen hat, dich inspiriert hat und weitergeholfen hat. Und ich freue mich umso mehr, wenn du auch nächste Woche Sonntag wieder hier auf unserem YouTube-Kanal einschaltest. Bis dahin, bleib schön bitter und natürlich basisch, deine Lisa.